hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Wir spielen wieder die Übersetzung, die wir das letzte Mal schon drin hatten. Diesmal ein bisschen weniger verbuggt, weil da irgendwie bei dem Patching ein paar Problemchen aufgetreten sind. Aber das ist ja kein Problem. Habt ihr mal wieder gesehen, was passiert, wenn man den falschen Patch anwendet. Neben mir sitzt und kaut der Red Scorpion von den SNES Projects. Ich heiße dich sehr, sehr herzlich willkommen. Abend, Leute. Ja, und ich gehe einfach mal ein bisschen Text angucken. Hier drinnen gibt es ja ein bisschen Text. Wähle eine Kiste. Ihr Inhalt wird dir auf deinem Weg helfen. Wenn ich schon den Umlaut sehe, dass der eine Zeile tiefer sitzt, kriegen halt. Ja. Mach's besser. Wer hat das verbockt? Das waren Star Trends waren das. Können wir eh nicht. Wenn er das schon sagt, okay. Falls ihr euch, ich möchte hier nochmal kurz erwähnen, falls ihr euch wundern solltet, warum hier komische Piepsgeräusche im Hintergrund kommen, das sind zwei Wellensittiche, die hier gerade neben mir Platz gefunden haben. So ein Quatsch, das bin ich. So, das. Ja. Mit der Pizza im Mund. Ja. Oh, machen die einen Krach, ey. Mach das Licht aus, dann schlafen die. Ja. Ruhe! Kannst du ja mit dem Handtuch zudecken, dann halten die auch ihre Klappe. Die hauen sich gerade gegenseitig. Ja, das können die auch mal machen. Die spielen Street Fighter. So wie wir vorhin. So, liebe Leute. Irgendwie kommt mir das Spiel deutlich langsamer von der Musik vor. Ohne Mist. Stirb, du Biest! So, also meine Pizzastücken sind alle. Ich weiß nicht, ob du deins noch essen willst. Ja, das werde ich gleich machen. Weil ich nämlich nach diesem Level dich spielen lasse, erstmal kurz. Ah, sehr gut. Da ist ein Stern drinnen links. Zurück! Da ist ein Stern drinnen links! Ah, an den zweiten. Ja. Den da? Nee, den auch da, wo du drauf stehst. Boah, hier. Das ist praktisch, wenn man den Stern benutzt und danach schwimmen geht. Ja. Du da nicht rein? Ich will da nicht rein. Okay. Ich möchte hier das Spiel spielen. Unglaublich. Boah, ich bin ein Noob heute schon wieder. Es ist quasi 21.12 Uhr. Unsere Weiber sind mal wieder was alleine machen. Nein, ich bin dumm. Würde ich jetzt noch nicht unterschreiben, aber... Doch, das würdest du. Nochmal, Jan, richtig bitte. Also wie gesagt, unsere Frauen sind mal wieder unterwegs. Ja, deswegen haben wir uns mal wieder zusammengefunden. In den zweiten, sagst du? Da drin? In den zweiten. Vorsicht. Ja, und lauf. Ey, doch, die Musik ist eindeutig langsamer geworden in diesem Patch. Ja, und da dachten wir uns, machen wir eine Runde Let's Play mit einer leckeren Pizza und einem schönen Hasseröder und... Wir wollen ja keine Werbung machen. Genau, Hasseröder. Lizenzrechtlich total geil gelöst. Scheiß die Wand an, Junge, du blöder Dreckfisch. Genau, lass sie fallen, lass sie fallen. Jawohl. I'm the big Mario. Oh, fuck it. Ja, übrigens, gestern Abend, während meine Frau auf der Couch gepennt hat, die Retro Gamer gelesen. Die aktuelle Ausgabe 4. Und da war eine kleine Anekdote drin. Und zwar in Super Mario Bros. 3 sehen ja die Charaktere, ob Luigi oder Mario, noch gleich aus. Ja? Auch in Super Mario Bros. 1, außer in der 2 und in der 3 sehen sie dann wieder fast identisch aus. Vorsicht! Ja, ich bin und vorsichtig. Dann in der Super Mario All-Stars Übersetzung. Ich bin gut. Entschuldigung. Also nicht übersetzen, sondern als der Super Mario All-Stars rauskam, hat dann Nintendo das Design angepasst und Luigi ist deutlich dünner. So ja, und größer. Ja, und größer. So ist die Thema-Anekdote. Das ist richtig. So, damit der Pickernser mal seine restliche Pizza essen kann, ziehe ich jetzt gerade meine Jacke aus, damit ich ihm mal zeigen kann, wie man spielt. Oh ja, zeig mir mal, wie man Super Mario baut. Ich decke die Viecher jetzt zu, die Katzen nicht an. Naja, das sind doch auch nur kleine Vögelchen. Ja, die können sich mal arschlecken. Aber wie war das hier? Immer wenn der Kopf kommt, muss man drücken oder so, ne? Das Also, das sollte passen. Das. Nee. Oh. Das ist bei jeder Reihe etwas anders. Bei der einen Reihe, ich weiß nicht bei welchen, ist bei einer von den drei Reihen musst du drücken, wenn es genau in der Mitte ist. Bei den anderen musst du drücken, wenn es auf der linken Seite ist. Und bei einer noch anderen Reihe musst du drücken, wenn es rechts ist, glaube ich. Oder irgendwie so.
Weißt du eigentlich, dass wenn du in speziellen Welten hier eine Anzahl an Münzen oder wenn du in einer Welt eine Anzahl von Münzen holst, dass du dann diese Special-Welt bekommst, da wo du diese Dinger umlegen kannst? Weißt du, was ich meine? Nee. Das hast du nämlich... Kenn ich ehrlich gesagt gar nicht. Na. Wow. Der war super. Hast du gut gemacht. Irgendwie ist er nicht gesprungen. Nee, das ist in jeder Welt, wenn du, also ich weiß nicht, wie es hier in der Winterwelt ist, aber wenn du in einer speziellen Welt, und die bietet sich, glaube ich, geradezu an, alle Münzen holst, dann kommt eine Special-Welt. Ich habe gleich das Mikro im Auge machen. Ja, aber du sprichst so leise. Nein, ich spreche überhaupt nicht leise. Oh doch, die Leute werden dich nicht verstehen. Kill Bill wird es ja sagen. Oh ja, Kill Bill. Wo ist ein Kill Bill? Halt die Klappe. So. Das, und er ist nicht mal hier. So, und jetzt. Warum? Das klappt doch sonst immer. Weil du immer auf Ruhm bist, deswegen. Ach komm hier. In dem Spiel kannst du auch drüber fliegen über die Welt. Das ist auch alles nicht das Ding. Ah, ich sehe schon die YouTube-Kommentare. Der Red kann nicht mal richtig Mario spielen. Vielleicht ist das Spiel von der Welt. Kannst du meine Schwester. Na und? Meine kannst du nicht. Ja, das ist ja der Unterschied. An dieser Stelle an meine Schwester. Üb doch endlich mal. Wir haben eine Münze vergessen, das kotzt mich gerade an. Oh so. Gott. So, und jetzt hier. Ach komm, jetzt ist eh egal, weil, eh weg. Boah, du Dreckspissnelke hier. Sorry, das piept man danach raus. Das kann ich aber im Skript nicht rauspiepen, du. Gerade ich habe die Welt gerade schon mal gespielt und wir mussten den Safe-State neu laden, damit wir einen Anschluss an das andere Video hatten von vorher. Ja. Ja, da sagt er mir das nicht. Weil das toll ist. Das ist die Überraschung. Ja, weißt du, was macht ich das? Das sollte jetzt eigentlich ein Pilz drin sein. Wem hier die Musik auch langsamer vorkommt, der möchte das bitte mal in die Kommentare erwähnen. Mir kommt die Musik nicht langsamer vor. Also mir schon. Ich habe aber nochmal die ROM mit dem Patch neu geladen. Jetzt bist du aber total am Arsch. Oder? Nein. Hab die ROM mit dem Patch nochmal komplett initial neu geladen. Und dann war die Musik aber genauso langsam. Das ist verwirrend. Jetzt haben wir leider keine Blume, weil hier unten sind jetzt tolle Münzen. Ja. Wild Space, ja, ich weiß, ich habe gerade die Welt schon mal. So. Gut. Stern. Bing. Und? Was ist denn das hier für eine deutsche Seite? Course clear, you got the card. Das ist meines Erachtens kein Deutsch. Da ist nicht viel übersetzt, habe ich das Gefühl. Wir haben ja noch eine Übersetzung von... Das ist typisch StarTrans, ey. Von G-Trans, ich glaube... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, wer es war. Aber es steht ja in den Kommentaren. In den Kommentaren. In der Videobeschreibung von den vorigen Videos steht es ja teilweise damit drin. Ja. War es sogar Sephiroth? Nee, da war nicht Sephiroth. Nee, Sephiroth hat das richtig gemacht, ja. Nee, warte. Ach, na, wir werden es schon wieder rausfinden. Ah! Du wirst okay. Sterben. Nein, werde ich nicht. So, jetzt machen wir mal an. Und, ja. So. Super. Sollte eigentlich gerade auch schon klappen, aber irgendwie. Wir haben ja schon einen Super Nintendo Controller angeschlossen, damit wir ja dieses Feeling so richtig geil haben. Aber irgendwie. Du musst noch einen NES Controller bauen. Mit USB. Das fehle mir gerade noch. Ja. Bing! Ah ja, okay. Was ist das? Das ist halt Emulator. Auf echter Hardware wird das alles. Ja, natürlich. Du hast das Frame genau einstudiert, alles. Ja, das sowieso. Sache ist, wer hat denn hier bitteschön früher, weil, nachdem er wusste, dass er die Zauberflöte kriegen kann, hier noch die ganzen Welten gespielt? Hallo? Vor allem die Winterwelt, die ist, glaube ich, in jedem Super Mario Brothers, was es gibt, zum oder Super Mario Brothers zum Kotzen. Wenn wir das letztens bei Super Luigi Brasta für der Wii U auf dem Treffen gehabt, da dachten wir auch so, oh nee, das hätte ich echt keinen Bock drauf. Ja. Wobei da die Winterwelten wieder gehen, am meisten hasse ich allerdings die Welten, wo man schwimmen muss. Und die Welten, die von alleine scrollen, die kann ich überhaupt nie ab. Auf jeden Fall. Warum hast du das ja alles nicht mitgenommen? Na, warum sollte ich das? Na, weil da tolle Sachen drin sind. Ja, aber ich will die Level spielen und nicht die Pilzwelten. Naja, aber da entgehen dir übelst geile Pilze und Anzüge und Leben und... Da wir nur noch 17 haben und ich gerade spiele, bin ich mir nicht sicher, ob das reicht. So, einmal Stern bitte. Ah, zu früh gedrückt. Nein. Ja, genau. So, mal gucken, ob es jetzt reicht. Na, yeah. Siehst du, sag ich doch. Bei dem einen in der Mitte, bei dem anderen danach, bei dem anderen davor. Siehst du?
Okay. Wenn du das sagst. Und noch 3 Minuten, dann ist uns die zweite Pizza fertig. Zeit wird's. Ich renne dann einfach raus und hol die rein. So, und dann übernehme ich wieder. Ja. Na, damit auch die Zuschauer Bescheid wissen. Ich habe ja auch den Timer nicht gestellt. Das heißt, wir müssen ja einen Hardcut leider reinhauen. Aber ist ja nicht das Problem. Also ich habe so das Gefühl, wir haben angefangen, als die Uhr auf 12 stand. Naja, werden das schon irgendwie hinkriegen. So. Oh ja. Hä, warum? Ich denke, die Schildkröte kann man doch nehmen. Ja, aber da darfst du nicht drauf springen. Achso. Was ist denn jetzt? Oh, guck, ein Bug. Wie cool. Hä, kann ich die nicht auch? Nein, nur mit dem Schuh. Nur mit dem grünen Schuh. Ach ja, ja, von meiner Freundin, der Lieblingsschuh. Ja, Schuh. Wir spielen die eine Map, wo du den Schuh aktiv kriegst. Den spielen wir, glaube ich, wenn wir das Spiel spielen, 10-mal hintereinander, weil das die einzige Welt ist, wo man den Schuh kriegen kann. Gibt es noch nicht eine andere? Ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt unsicher. Sind wir schon zu spät? Ja, sie lacht, Junge. Junge! Gute Mongo-Junge. Ich glaube, dein Handy hat gerade... Ja, das hat vibriert. Ich habe eine E-Mail bekommen. Ah, oh, bestimmt unsere Alber. Wir kommen jetzt nach Hause. Also, die haben alle beide kein Internet am Handy. Von daher kannst du irgendwas wie E-Lektor oder Facebook sein. Wir haben Leute, die sind nächste Woche Geburtstag. Das finde ich bei Facebook immer so toll, wenn die dich an den Geburtstag von jemandem erinnern. Einen Tag später. Super. Weil das immer sonntags kommt. Ja, aber wenn der Samstag Geburtstag hat irgendwie, dann kommt das manchmal nicht. Das ist komisch. Aber ist ja egal. Also auf die Facebook-Geburtstage verlasse ich mich ja eh nicht. Oh, ich geh dann schon mal die Pizza holen. Ja. So. Und ja, das war der Wecker. Ich hoffe, das war nicht zu laut. So, während... hinter dem Mikrofon, das hat keiner gehört. Während der Pikanter Vogel die Pizza holt, gucken wir uns das nächste Level mal an. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, es ist so circa, ich glaube, 6 Jahre her, dass ich den NES-Teil mal gespielt habe. Oder allgemein den Mario Bros. 3-Teil, obwohl der ja zeitlos ist und den man eigentlich immer spielen kann. Und wenn man mal sieht, im Endeffekt hat sich ja nicht viel verändert in den letzten 10 Jahren. Ups, ich dachte, wir kommen mal rein. Nein, es hat sich nicht viel verändert. Das ist, in der Retro-Gamer stand zum Beispiel auch drin, dass Nintendo natürlich mit dem Super-Klempner hier immer versucht, mit jeder Konsolengeneration ihr Geld zu machen. Was verständlich ist, ne? Und es klappt doch komischerweise immer. Merkwürdigerweise. Oh, da war ein Pilz. Na gut. Wir müssen jetzt nicht unbedingt holen. Sollten vielleicht eher aufpassen, dass wir hier nicht gleich ins Gras beißen. Ah, guck mal, Leute, da kommen wir rein. So, sieht so aus, wenn wir hier schon am Ende sind, oder? Ja. Yeah. 5 Leben. Auf jeden Fall eine Challenge bei uns in der Realschule. Wer die 3 Sterne bekam, der war der Held. So. Welt 10. Ich glaube, wir nehmen uns mal das schöne Pilzchen, was wir vorhin bekommen haben. Dann spielen wir mal noch Welt 10. Übrigens, zu den ganzen Spielen gab es ja einen Spieleberater. Und das war, glaube ich, das Powerbook. Und da waren ja alle Super Mario-Teile von 1 bis 3, also Mario Brothers-Teile von 1 bis 3 enthalten. Und ich weiß noch, ich hatte das von einem guten Freund damals mit 12 ausgeliehen, der hieß Raiko. Und hatte ihm versprochen, der kriegt es eine Woche später wieder. Und letztens habe ich mal aufgeräumt und da ist mir doch tatsächlich auch gefallen, dass ich dem das Buch gegeben habe. Also Raiko, wenn du das hier siehst, irgendwann mal...